Und ja, das erinnert auch ganz arg an Calamite, wenn er das macht. Oder diesen Sturzangriff. Erinnert auch ein bisschen an Calamite. Ich glaube, es war besser, ihn nicht anzuvisieren. Außerdem. Am besten war es, glaube ich, auf seinen Schweif einzustechen oder auf seine Hinterbeine. Und so weit wie möglich weg von ihm zu kommen. Ah, nicht in der Giftwolke stehen. Giftwolke ist ungut. Ja, das war Calamites grobe Keule, wer sich an die erinnert. Und das war einfach eine Klaue ins Gesicht. Was auch ein bisschen an Calamite erinnert, ist der Speer, der durch seine Brust ragt. So wie der Pfeil, den Hawkeye Goff damals durch Calamite durchgeschossen hat. So, ich würde mal sagen... Human Effigy Zeit. Und ja, ich glaube, ich wechsle wieder auf meinen Hartstahlring. Der ist, glaube ich, doch etwas besser. Gut, nächster Versuch. Zum Glück ist das Leuchtfeuer gleich beim Boss. Das wollte ich nicht. Und zum Glück muss er erst immer aufwachen. So, und angeben. So. Und wir rennen weg. Und wir rennen wieder zu ihm hin. Und pieksen ihn, wenn wir können. Das war zu nah dran. Au. Und au. Ja, deswegen sollte man ihn nicht anvisieren. Ich glaube, der Boss ist mit Speer sogar ein bisschen schwieriger, weil wir ihn halt nicht so gut treffen wie mit einem Schwert, was eine höhere Trefferzone hat. So. Am besten wechseln wir mal kurz auf zweihändig, dass wir ihm zwei verpassen können. Genau, deswegen nicht anvisieren. Und immer wegrennen, wenn er fliegt. Ja. Genau. Mist. Ja, wegrennen. Und weiter rennen. Und rennen. Au. Das hat jetzt ein bisschen mehr weh, als es sollte. Oh. Huhuhuhu. Doppeltes Huch. Hoch, hoch.
Ja, der ist richtig Kamikaze, der Typ. Und ich stehe in der Giftwolke drin. Das ist nicht so schön. Ah, das war mies. So, das gibt mir Zeit zu trinken. Denn er ist etwas langsamer. Was die Angriffe angeht als andere Bosse. Au. Also er hat bessere Angriffspausen, sagen wir es mal so. Und ja, ich muss mich auch wieder ein bisschen konzentrieren. So, jetzt muss ich aufs Reparaturpulver wechseln. Da war ich nicht schnell genug. Oh, das kannte ich auch noch nicht von ihm. Wichtig ist auch, dass ich auf den Giftticker aufpasse. Genau den da nämlich. So. Genau, mach das. Dann kann ich dich schön in deinen Schwanzstock stechen. Ah, das hat jetzt nicht viel Schaden gemacht, leider. So, ich nehme noch mal ein Reparaturpulver. Ich habe ja genug. Au. Ja, dem ist kaum auszuweichen. Jetzt muss ich wieder auf mein Gift aufpassen. Und wieder gucken, dass ich näher an ihn rankomme. Was leider manchmal nicht so einfach ist. Wenn er nämlich wegfliegt. Au. Wow, das hat mich nicht getroffen. Das war Glück, ey. Ja, Ausweichrolle. Und zweimal getroffen. Und weg hier. Oh, er kommt zu mir gelaufen. Was hat er jetzt vor? Ach so, er will Feuer spucken. Okay, er fliegt darüber. Das gibt uns Zeit. Auszuweichen. Ich wollte heilen sagen. Komm, der wird ja zu kriegen sein. So, kurz heilen. Raus aus der Giftsapsche. Das ist nicht so gut. Da rollen wir weg. Hohohoho. Das war knapp.
Au! Genau, mach mich fertig. Ja, flieg ruhig. Der Schwinger musste nicht sein. Autsch. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, zwei Reparaturpulver für umsonst. Ich habe ja noch genug Reparaturpulver zum Glück. So. Gib ruhig an mit deinen Flammen. Ich hole mir meinen Seelenhaufen. Ja. Genau, dann kann ich auf deinen Schwanz einstechen. So. Au. Und ja, so selten wie ich zurzeit block. Kann ich auch das Schwert zweihändig nehmen, so mache ich wenigstens mehr Schaden. Au. Das war der falsche Gegenstand. Ja, Fubu. So, trinken. Ja, jetzt fliegt er wieder. Und er stürzt sich wieder auf uns. Au. Warum mache ich immer diesen Fehler? Genau, hier muss ich hin. Nicht gut. Ging gerade noch gut. Ja. Das ging wieder daneben. Oh, und ich muss Reparaturpulver benutzen. Und gucken, dass ich an den Drachen rankomme. Und ihm, hau, ein paar verpasst. Au. Ja. Gut, nächster Versuch. Noch habe ich genug Reparaturpulver. Na komm. Human Effigy. Welchen Ring könnte ich? Ich kann keinen Ring gegen den Hartstahl, gegen den festigen Knöchelring eintauschen. Und ich glaube, hierbei hilft er auch nicht wirklich. So. Gut, und zustechen.